Die Wirtschaft muss natürlich auch gegenhalten, darf dem Populismus keine offenen Flanken bieten. Wo jeder einleuchtend sagt, wie kann eigentlich ein Vorstandsvorsitzender, wie im Fall von Volkswagen, 17 Millionen verdienen und der Aufsichtsrat sagt, das hat sich aus der Rechnung so ergeben. Also da kann man Cap machen und sagen, bei 4 oder 5 oder 6 Millionen ist Schluss und dann ist es ganz einfach zu regeln. Und das kommt natürlich stark von Amerika, wo ja Vergütungen bezahlt werden, die sich unseren Vorstellungen völlig entziehen. Aber die Angst, dass die deutschen Manager dann alle nach Amerika gehen, weil dort besser bezahlt wird, die sind glaube ich, 4 gegangen, die anderen sind gar nicht genommen worden. Also insofern brauchen wir da keine Sorge zu haben. Ich war selber lange Jahre Aufsichtsratsvorsitzender eines MDAX-Unternehmens und da haben wir das tadellos hingebracht. Toller Aufsichtsrat, Belegschaft voll dahinter, gutes Auskommen mit der Gewerkschaft und so. Also wenn man da Vorbild ist und sich Mühe gibt, dann kann man vieles verbessern. Das sind die Hausaufgaben, die die Wirtschaft machen muss, die die Unternehmen machen müssen. Bei der Befragung nach dem Ranking der gesellschaftlichen Anerkennung, da kommen die Polizei ist, glaube ich, ganz oben und die Politiker sind ganz unten und die Unternehmer sind auch ziemlich ganz unten. Wenn man Einzelbefragungen in Unternehmen macht, Familienunternehmen, da sind die ganz oben. Weil das so und insofern ist auch das natürlich, es wird ja nicht überall der Vorstandsvorsitzende zu hoch bezahlt und so weiter. Das sind natürlich die Fälle, die dann an die Wand genagelt werden und dann wird Pass per Toto genommen werden, dass alle werden überbezahlt und überall. Da müssen wir also mit dem Gesetzgeber jetzt kommen und da höchstens der eine das 20-fache vom schlechtest bezahlten oder vom Durchschnitt oder so bekommen. Also denken Sie sich Sachen aus. Ich habe dann dem Unternehmen, wo ich Aufsichtsratsvorsitzender war, dem Vorstandsvergütungsgesetz muss mir Genüge leisten, sodass der Bericht im Geschäftsbericht waren dann 46 Seiten über die Vorstandsvergütung. Keiner verstanden hat. So. Also das sind dann völlig überflüssig. Die Unternehmen müssen selber, und ich sag mal, wenn die Extremfälle wegfallen, dann hat die Presse auch weniger zu berichten darüber. Dann wird auch das Image für alle besser, was im Einzelnen viel besser ist als in der Summe. Wir sehen auch im Zuge der Globalisierung, die ja letztlich abgelehnt wird von den Populisten, weil sie es auch nicht ganz richtig verstehen und sehr leicht fertig sagen können, wenn wir hier für uns sind, wie das Herr Trump auch macht, nun ist Amerika ein bisschen größer als Deutschland, wenn wir für uns sind, dann wäre alles viel besser, dann hätten wir nicht die böse EU und hätten wir nicht die bösen Chinesen und die uns das Leben schwer machen. Das ist natürlich sehr kurz und falsch gedacht, denn mehr als ein Viertel unserer Arbeitsplätze hängt am Export. Das heißt, wenn wir uns hier beschneiden, dass wir nicht mehr exportieren können, dann geht es uns ganz schlecht. Also von daher ist haben wir es vielleicht nicht genug erklärt, warum wir einen weltoffenen Handel brauchen für Investitionen, warum wir es auch zulassen müssen, dass Chinesen in Deutschland Unternehmen kaufen. Wenn man genau schaut, wem Siemens gehört, ja vielleicht 6% deutsche Aktionäre, das andere sind alles Ausländer. Ford, Opel war Amerika, jetzt gehört es den Franzosen. Also das haben wir ja alles schon, nehmen das nur nicht so richtig wahr. Es wird übersehen, in Deutschland sind wir zwar tüchtig, aber wir sind ein so kleines Land auf der großen Landkarte. Im Moment tüchtig und gut, wir haben tolle Sachen. Aber alleine stellen wir nichts nachher dar auf Dauer. Wenn man China sieht mit 1,3 Milliarden Menschen, wenn man Indien sieht mit 1,3 oder 1,4 Milliarden Menschen, die an Power gewinnen, die schnell aufholen und nicht nur kopieren, sondern inzwischen eigenständig, das ist die wirtschaftliche Welt.
von der wir ja auch gut leben, nicht nur durch Export. Alles, was in Deutschland an Kleidung getragen wird, kommt irgendwo aus Asien oder aus Italien, aus anderen Ländern, gibt es in Deutschland gar nicht mehr. So dass die internationale Zusammenarbeit, von der profitieren wir alle.